Ja, herzlich willkommen hier von der DFB-Pressekonferenz im Quartier im Norden Katars. Ich habe mich mal ganz frech auf das Podium gesetzt, wo vor wenigen Minuten noch Thomas Müller und Niklas Füllkrug saßen. Beide Konkurrenten um den vordersten Platz, um die neun auf dem Rasen. Möglicherweise muss ja einer von beiden im Spiel am Donnerstag gegen Costa Rica auf der Bank sitzen. Beide haben alles vermieden heute, um als Konkurrenten hier aufzutreten. Im Gegenteil, es gab große Wertschätzung. Niklas hat deutlich über seinen Freund Thomas gesagt, er ist ganz wichtig für uns auf und neben dem Platz. Und Thomas über Niklas, er weiß, wo das Tor steht. Inhaltlich war sich das Duo einig, noch ist nichts erreicht. Man gehe mit sehr viel Demut und Respekt in das Spiel gegen Costa Rica, das gewonnen werden muss. Die Ausgangslage ist klar, die weiß jeder. Es werde ein schwieriges Spiel. Deutschland muss gewinnen und muss Tore schießen. Mit wem vorne? Das war bei dieser Pressekonferenz natürlich nicht zu beantworten. Das war vorher klar, zumindest nicht von den beiden. Wobei Thomas Müller deutlich gesagt hat, er würde Leroy Sané aufstellen. Er würde vermutlich auch Niklas Füllkrug aufstellen und er dahinter den Stürmern spielen. Aber das sei die Qual der Wahl von Hansi Flick, sagte der Routinier Müller. Der übrigens davon überzeugt ist, dass Deutschland gewinnen kann, dass die Mannschaft in der Lage ist, bei diesem Turnier eine gute Rolle zu spielen. Das, so sagte Müller, ganz im Stil von Thomas Müller, würde uns dann ein Lächeln ins Gesicht zaubern. In diesem Sinne mit einem Lächeln im Gesicht aus dem Quartier. Tschüss.